Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von, Avorion Trade. Und es geht natürlich munter weiter mit dem Ladebildschirm. Und wir springen wieder zurück zu unseren Thrillus, Jumper Thrillus, und zwar in unserer neuen Gegend. Wir sparen hier auf die Aluminiummine an. Da wollte ich ja drauf betreten und die wollten... Das ist ja das Schiff, was hier bleibt. Wollen wir noch ein bisschen... gucken, dass wir da ein bisschen was machen können. 100%. Geht nicht. Reparieren. Ja, da fehlt die Crew, ich weiß. Die bestelle ich auch gleich. Blöcke umwandeln. Da brauche ich nur einen Block. So, und dann mit den hier. Den hier. Dann müsste das ganze Schiff eigentlich eine Integrität haben. Nee, noch nicht. Jetzt aber, dann Generator, Block umwandeln. Zurück der Energie. Kleiner Schildgenerator. Wäre nicht schlecht. Crew anheuern. Blöcke umwandeln wieder da. Warum hat er Geschützstellung hinten? Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Was ist das? Ein... Was? Dicke Emma? Braucht 3 Slots. Doppelmaschinengeschützturm. Hm. Warum nicht? Titan. Eisen. Gucken wir mal Material. Das ist ja unten Eisen, ne? Ja, Emma. Ja.
So, P. Automatisch zuweisen. Das kleine Ding hier. Und noch ein paar Waffen dran. So, dann ist es ein kleines Kampfschiff. Bevor es irgendwie anderweitig mal irgendwann eingesetzt wird. Dreifacheisenmaschinengewehr, warum nicht? Pulskanone, warum nicht? Das Ding macht hier alles platt, was in den Sektor kommt. Wie viele Slots hat das Ding noch? Hat noch reichlich. So, dann hat es über 300 Schuss Unikron Belastbarkeit. Das ist mal schön. Das Personal, da brauche ich noch ein paar Kanoniere, ne? Oder allgemein noch Leute. So, passt. Dann sind sogar noch ein paar Leute übrig. Energiebedarf. Block umwandeln. Ein bisschen muss ich mir ja die Zeit vertreiben hier. Geht doch. Energie ist da. Wie hat das Schiff denn? Eine Hülle. Und 2600, okay. Das ist ja das Schild. Das Schild hat nicht mehr 1000. Okay. Aber das Schiff halt, teilt halt ordentlich Unikron aus. Hier so den einen oder anderen Piratenangriff locker übersteht.
So, dann gehen wir mal hier wieder rein. F. D. F Befehle. Feinde angreifen. Wegen mehr darfst du eh nicht. Ah, hier ist ein Auftrag oder was? Was ist das Brett? Energiecontainer. Energieröhrenfabrik. Nee, leider nicht. So, wir wollten auch mal gucken, wo man jetzt, warum man die anderen Sachen kriegt. Ist ja auch noch an Arbeiten, damit die Lizenz. Gucken wir mal rein, wie es bei diesen Schiffen halt aussieht. Joa. Der ist gut dabei. Trinium hat er ein bisschen. Sieht ja schon mal sehr gut aus, was da alle drin steckt. Kann man wenigstens ein bisschen was mit anfangen. Können wir irgendwann noch mehr Abwrackschiffe holen. So, wir setzen uns. Ja, wie soll ich sagen? Normalerweise, wie viel Geld brauche ich dann? Mine gründen. Nur um die zu gründen, brauche ich 12 Mille. Hat man ja nicht einfach so. Noch 2 Mille noch erfarmen, sozusagen. Kraftwerke bestimmt nicht, aber wir können hier schon mal ein paar Ressourcen, glaube ich, einkaufen oder so. Nee, will ich auch nicht. Essensriegelfabrik. Mikrochipfabrik. Ach, da war ja was, ne? Wo war das denn? War doch hier, ne? Die Mikrochips, da war ja was. Konnte man ja eben noch schnell Geld verdienen mit, ne? So, war das hier? Mikrochips, ne? Konnte man hier doch gut verkaufen, ne? Ja. Waren die Mikrochips waren ja hier. Zumindest hier oben irgendwo, ne?
Ja, ich baue, glaube ich, nachher irgendwann so eine riesen Abwrackflotte auf. Mikrochips kaufen. Deshalb beim letzten Mal hat mich das ja so stark erschreckt, dass die Goldmine ja auf einmal Schaden erlitten hat. Und gucken, ob wir hier Mikrochips haben. Mikrochips. Da. Ah, ein paar sind hier. Kann ich kaufen. Prozent gewinnen, warum nicht? So, Rande. Wir handeln alles, was du hast. Ich will einfach alles haben. Mikrochips. Komm. Güter handeln, gib mir alle, die du hast. Mikrochips. Die produziert sogar. Eigentlich diese liedernen Aufträge, schwarzes Brech. Neue Möglichkeiten, okay. Güter handeln, einfach alles kaufen, was du hast. Der eine hat ja schon wieder nachproduziert, wa? 90. Bringt alles Geld. Das Brett, Halbleiter brauchen die. Leiterfabrik. Aber keine Halbleiter, ne? Nee. Mikrochipfabrik. Güter handeln, alles. Wir warten und kaufen noch.
Können wir ja gewinnbringend verkaufen. So, das reicht ja dann noch erstmal. Dann fliegen wir mal zurück. Ach, solange das ist. Kann man ja mal noch einen Schwung kaufen. Da tut mir aber leid. Ganz schnell weg. Das war ja da richtig, ne? Ja, wir haben wieder Kupfer ein bisschen verkauft, das ist schon mal gut. So, jetzt verkaufen wir mal wieder Mikrochips. Computerkomponenten. Vorbeischießen ist gut. So, Güterhandel. Das war doch mal ein schöner Trade. Güter kaufen. Kann ich hier irgendwas billig kaufen? Ein Bildschirm lohnt sich ja nicht. Zumindest nicht die Menge. Elektromagneten, wohl eher. Aber liebe Freunde, wie es natürlich weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Avorion Trade. Ich bin hier jetzt ein bisschen am Traden, um ein bisschen Geld zu machen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank.